Kann ich. Ich kann mich nicht auf die Sachen draufstellen. Das muss ich von der Schaukel irgendwie rüberspringen? Weiter hoch geht er nicht. Ich muss dort an diesen Schalter kommen. Ich schiebe einfach das ganze Regal rüber. Weil es natürlich nicht geht. Muss ich von drüben irgendwas mitnehmen? Zur Hölle. Das Spiel hat gerade angefangen und ich bin schon lost. Sind Kreisel. Also ich bin von Anfang an so klein, Julia. Also ich bin nicht irgendwie geschrumpft. Wir sind auch einfach in einem Raum gestartet. Da war eine chinesische Geisha aus Porzellan. Die habe ich kaputt gemacht. Ich weiß nicht, und dann sind wir von Raum zu Raum. Und in einem Raum hing, glaube ich, unser Papa, der hat sich erhängt. Und jetzt gehe ich hier von Raum zu Raum und muss irgendwie weiterkommen, aber ich verzweifle schon an diesem Raum. Das kann bestimmt noch ganz witzig werden.
Ich muss irgendwie an den Schalter kommen. Oder muss ich einfach durchrennen? Moment. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich renne einfach durch beide Zimmer durch. So schnell! Zeit läuft ab. Und durch das Zimmer auch noch. Ah, das war ja einfach. Ich habe auch gar nicht lange gebraucht dafür. Ja, je länger ich brauche, desto mehr habe ich vom Spiel. Und ich habe es geschafft. Ich habe das erste Rätsel gelöst. Das ist halt immer das, ne? Du kannst dich halt voll blamieren im Stream. Ich glaube, hier müssen wir rein, oder? Ich glaube, wir können hier nicht rein. Wir sind tatsächlich auf einem Schiff, würde ich sagen. Oh, ich darf nicht gesehen werden. Ist wieder so ein kleines Männchen, das mir den Weg leitet. Hallo Emilia. Hallo, hallo. Moment, aber dort unten sitzt das Männlein. Heißt das dann nicht, dass ich dort unten lang muss? Ich habe ein Special Zimmer gefunden. Huch! Hier ist wieder so eine Mulan-Figur. Und die Kinderhände. Das Pech. Schwefel. Warum ich das Spiel spiele? Weil ich das Spiel spielen möchte. Aber BSG und so. Ich weiß, ich hatte schon so eine Figur. Ich kann die kaputt machen. Wenn du hier bist, um zu spoilern, sorry, dann kannst du direkt wieder gehen. Tut mir leid, dass ich so direkt bin, aber wer hier ist, um zu spoilern, dann tschüss. Überall sind so Augen. Dieses Pech. So. Es kommt halt drauf an, inwiefern mir Little Nightmares gefällt. Und wenn mir das gefällt am Ende des Tages, im wahrsten Sinne des Wortes, dann spiele ich vielleicht auch Little Nightmares 2. Das kann ich aber jetzt noch nicht sagen. Ich spiele tatsächlich Little Nightmares jetzt zum ersten Mal. Okay, das kriege ich nicht auf. Und dann genau, je nachdem, ob das
cool ist, spiele ich dann auch Little Nightmares 2. Das war nicht gut. Jetzt ist die Tür zu. Aber ich kann sie auch machen. Aber ich wollte kurz... Frage ist, jetzt soll ich dort oben lang oder soll ich dort unten lang, wo das Männlein sitzt? Finger weg! Sind überall kleine Kinder. Ich glaube, ich hätte unten lang gehen sollen. Jetzt komme ich nicht mehr zu dem... zum Pyramidenkopf. Aber wir sind, glaube ich, richtig, weil hier ist... hier ist wieder die... sind die Handabdrücke. Ich glaube, das ist so... der Kantenmaler in Little Nightmares. Vergaß, wir können hier hoch. Und wir gehen weiter. Weiter. Was war das gerade für eine komische Gestalt? Wann kommt denn Teil 2 raus, Emilia? Ich weiß, dass es aktuell Demos und sowas zu spielen gab oder gibt. 11. Februar, okay, das ist tatsächlich nicht mehr so lange. Ich habe Bauchschmerzen. Oh, warum habe ich Bauchschmerzen? Also ich spiele tatsächlich gerade das erste Mal jetzt Little Nightmares und ich habe gerade erst angefangen. Aber ich glaube, wenn du das Spiel ja auch gespielt hast... dann, weißt du ja, dass ich quasi noch am Anfang... Ich kann auch nicht... Oh, hallo! Ist jemand? Bist du gut oder bist du böse? Ich habe einfach nur Hunger gehabt. Oh oh. Du hast das Spiel sehr oft gespielt. Dann wirst du wahrscheinlich sehr lachen, dass ich an manchen... Hallo, kann ich dir Danke sagen? Dass ich an manchen Stellen einfach ewig brauche. Aber bisher bin ich überall weitergekommen. Oh. Hier möchte sich wieder jemand erhängen. Eventuell. Boah, sind wir auf so einem Schiff für Selbstmord gefährdet? Oder so? Das ist eine Sie. Ja, und ein kleiner Knirps.
Ich habe beim ersten Mal auch an einigen Stellen länger gebraucht, bis ich gesehen habe, wo es weitergeht. Ja, manchmal steht man auch ein bisschen auf dem Schlauch. Gerade eben in dem Zimmer. Ich hätte ja auch eher drauf kommen können, dass ich vorne den Strom ausmache und einfach durch beide Zimmer durchrenne. Aber so haben wir uns zumindest den zweiten Raum auch in Ruhe angeguckt. Oder sind wieder Blutegel? Kann die bewegen. Das heißt, ich muss sie wahrscheinlich auch bewegen. Okay, müssen Strom ausmachen. War nicht so ein Lärm hier. Passt euch das eigentlich von der Lautstärke im Stream oder soll ich das lauter machen? Ich spiele auf PC. Soll ich euch das noch ein bisschen lauter machen? Ach so, okay. Daraus schließe ich ein, du hast es auf Konsole gespielt. Ich habe es jetzt ein bisschen lauter gemacht. Ihr müsst ja auch was von der gruseligen Stimmung. So, fällt das jetzt runter? Switch. Okay. Ich wusste gar nicht, dass es das für die Switch gibt. Ich hätte gedacht, es gibt es vielleicht für die PlayStation. Aber Switch. Switch ist auch gut. Ich muss sagen, ich habe für die Switch noch nicht so richtig viele gute Spiele gefunden. Ich würde gern mehr auf der Switch spielen. Und vielleicht auch mal wieder von der Switch streamen. Switch streamen. Nein, 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 nein. Du solltest einfach nur hoch. Kannst du? Wir haben jetzt zwei Hebel. Ja, Zelda. Genau. Also ich habe unter anderem habe ich Zelda Breath of the Wild. Habe ich für die Switch. Wie schaltet er denn zuerst? Ich habe auch Animal Crossing für die Switch. Ich habe Sonic für die Switch. Ich habe Just Dance für die Switch. Also ich habe einige Spiele für die Switch. Achso, das geht nicht. Aber ich hätte gerne noch mehr coole Spiele. Oh! Das jetzt selber zurück? Ich glaube nicht. Holt sich deine Mama jetzt Animal Crossing? Ich weiß nicht. Also sie holt sich auf jeden Fall die Switch. Ich habe sie auch davon überzeugt, die richtige Switch zu holen und nicht die Switch Lite. Weil mit der Switch Lite kannst du eben solche Sachen wie... Schnell, das war zu langsam! Autsch. Ich habe ihr geraten, die richtige Switch zu holen. Und wenn sie sich das Spiel nicht selber holt, dann hole ich ihr das Spiel. Uff. Ja, das war jetzt doof. Es tut mir auch sehr leid. Voll auf die Kante, ja, das tat bestimmt weh. Ich habe zu spät losgelassen in den Hebel.
weiß gar nicht, ist Zelda 2 eigentlich angekündigt? Und meinst du mit Zelda 2 Breath of the Wild 2, Emilia? Ich habe halt noch nicht mal Breath of the Wild durch. Breath of the Wild 2. Dann sollte ich vielleicht irgendwann auch mal Breath of the Wild 1 spielen. Oh, vielleicht hätte ich auch einfach nur das Kette wieder hochklettern müssen gerade. Also, erst der Schalter. Im Juli. Ich weiß gar nicht, wie alt ist Breath of the Wild. Seit es die Switch gibt, oder? Und die gibt's so seit... Also ich hab sie... Ich habe sie, die Switch ja damals kurz nach Release tatsächlich direkt geholt und hatte mir dann auch Zelda schnell zugelegt. Juhu! Kann ich mich hier drüben festhalten? Nein. Ah, jetzt kann ich hoch. Ja, vielleicht sollte ich dann Breath of the Wild 1 tatsächlich mal spielen, wo es schon den zweiten Teil dann gibt. Du gute du. Ja. Ich fand das voll cool, wie sie... Also, ne, meine Mutter ist halt so... Die spielt halt auch auf dem Handy so Farm Heroes Saga und wie das alles heißt. Und da möchte ich ihr gern... Animal Crossing schenken, weil das ist halt so... Es ist so ein Spiel. Das könnte ihr, glaube ich, einfach gefallen. Kann nicht vor dem 31. März kommen, weil es sonst angekündigt sein müsste, oder? Ich weiß gar nicht, was es so für Stichdaten gibt, was eine Spielveröffentlichung angeht. Wie weit im Voraus das angekündigt sein muss. Oh, hallo. Weil die noch viel machen müssen. Ja, dann sollen sie aber lieber ein Spiel ordentlich machen. Anstatt ein halbfertiges Spiel rauszuhauen. Ich kann den nicht... Wo gehst du hin? Hat der Angst vor mir? Hallo Franzi, schön, dass du da bist. Lieber gut als schlecht, ja. So, jetzt schmeiße ich das Ding hier runter. Und dann kommt irgendwas hoch. Ach, das ist die Schlinge, die wir unten gesehen haben.
Frage ist, muss ich mich jetzt dort einfach dranhängen? Oder muss ich irgendwas machen? Wenn ich mich hier dranhänge, habe ich ja eigentlich nichts davon. Kann die auch nicht schieben? Ah komm, ich hänge mich jetzt hier dran. Hätte ich abspringen müssen? Ich glaube, ich hätte abspringen müssen. Bin ich wieder hier unten? Nein! Ich war zu nah. Erst sind die nicht runtergefallen, wo ich hier durch bin. Ach so, Strom ist jetzt aus. Gut. Wann ist der Strom ausgegangen? Ach, oben, ich Düdel. Ich habe doch oben den Strom ausgemacht. Alles gut, alles richtig. Warum stolperst du? Warum stolpert die denn? Also das war halt echt dumm. Oh nee, zu spät. Ich warte lieber. Schon wieder! Oh, ich habe aufgehört zu rennen. Ich glaube, die muss stolpern, oder? Das ist doch geskriptet hier. Okay, nach dem Stolpern muss ich halt einfach rennen. Merke ich mir. Hier liegen überall so Embryos, Babys. Ich bin gerannt. Ich will nicht sofort losrennen, weil dann bin ich schneller als der Wagen. Wir schaffen das. Aller guten Dinge sind vier. Oh, das war knapp. Okay, ich hab's. Ja, es kann sein, dass ich stolper, weil ich so ruckweise gelaufen bin. Aber jetzt habe ich es geschafft. Oh! Oh.